Wenn der Verdacht auf eine erhöhte Strahlenbelastung vorliegt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese zu ermitteln. Eine Möglichkeit bietet die biologische Dosimetrie. Hier besteht die Möglichkeit, eine individuelle erhöhte Strahlenbelastung abzuschätzen. Biologische Dosimetrie kommt vor allen Dingen dann zum Einsatz, wenn mit einer hohen Überexposition gerechnet werden muss. Das hilft bei der Erkennung und bei der Identifizierung der richtigen Behandlungsmethode für hochexponierte Personen. Im Fall eines großen Strahlenunfalls wären das vor allen Dingen die Leute, die direkt zum Beispiel am Kernkraftwerk gearbeitet haben oder exponiert worden sind. Ionisierende Strahlung schädigt das Erbgut in den Zellen. Das Erbgut ist in den Zellen in Form von Chromosomen abgespeichert. Und ionisierende Strahlung kann zu Chromosomenschäden führen, zum Beispiel zu Chromosomenbrüchen. Chromosomenbrüche können sehr, sehr effizient wieder repariert werden. Dabei kann es aber auch vorkommen, dass es zu Fehlreparaturen kommt. Und die kann man dann im Mikroskop nachweisen. Normale Chromosomen haben zum Beispiel ein Zentrum mehr. Das ist eine Stelle, wo zwei Chromosomenstränge zusammenkleben sozusagen. Und bei diesen Fehlreparaturen können Chromosomen entstehen, die zwei Zentromere haben. Und diese dizentrischen Chromosomen sind unser Strahlenmarker, um eine Dosis abzuschätzen. Um eine Dosisabschätzung durchzuführen, benötigen wir von einer Person ein paar Milliliter Blut. Anschließend werden dann die Chromosomen der weißen Blutkörperchen im Mikroskop analysiert und auf die Anzahl der dizentrischen Chromosomen untersucht. Früher haben wir tatsächlich alle Chromosomen einzeln aufgesucht und mit der Hand gezählt. Heutzutage erfolgt die Auffindung der Chromosomen und die Erfassung der dizentrischen Chromosomen vollautomatisch. Den letzten Schritt muss aber immer noch der Mensch machen. Das heißt, er muss ein gefundenes dizentrisches Chromosom bestätigen oder zurückweisen. Die Automatisierung der Methode ermöglicht uns heute, dass wir weitaus mehr Personen untersuchen können als vor 20 Jahren. Es kann aber auch unterstützend sein, das Vertrauen in der Bevölkerung wieder aufzubauen, dass Leute, die eine Überexposition befürchten und auch Symptome zeigen, relativ schnell ausgeschlossen werden können, dass diese Symptome von ionisierender Strahlung verursacht worden sind. Im Fall eines großen Strahlenunfalls wären wir hier in Deutschland auch mit der Automatisierung sicherlich überfordert. Das heißt, da reicht ein oder weniger Labore nicht aus. In diesem Falle haben wir zusammen mit unseren Kollegen aus 16 europäischen Ländern ein europäisches Biodosimetrienetzwerk aufgebaut. Der Name ist RENEP und wir haben uns verpflichtet, uns gegenseitig in einem Falle eines großen Unfalls zu unterstützen.